Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim angezockt oder mehr. Wir sind hier gerade im Dorf gewesen, haben gelevelt und haben einen Stufenaufstieg errungen. Und wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magicka oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Nun gut, neue Stufe zu erhöhen, das Attribut wählen. Wir wählen dann natürlich die Magicka, ja? Magicka verbessern und schon verbessert. Das heißt nur um 10%. Hurra, die Gams, und da sind wir schon weit vorn. Und irgendwas können wir da noch? Talent verbessern, Beschwörung, Zerstörung. Sind wir auf Angriff unterwegs oder nicht? Oder lassen wir das zuerst mal? Ja. Das dürfte, ja. Feuerfrost, Pipapo. Ja, die Talente lassen wir zuerst einmal weg, ja. Okay. Wir sind jetzt hier im Dorf und schauen gleich einmal auf unsere Questliste. Die goldene Klaue, ja, bringt die goldene Klaue in deinen Besitz. Das ist ausgewählt und das ist wahrscheinlich ein größerer Sidequest. Das ist der Hauptquest und das sind die Sidequests, die wir hier mitbekommen haben von diesem Dorf. Aber wir gehen zuerst einmal da lang und sehen uns dann wieder. Dort oben bei dem Wachturm. Okay, Leute, bis gleich. So, Leute, nur ein kurzer Abstecher in den ja, Bis zum Bären, nächsten Mal. weil ich habe mir die Videos nochmal angeschaut und er hat uns einmal gesagt, wir Ihr seid können. dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ja, der hat uns gesagt. Geh weg da. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ja, lass es sein. Der hat uns im Video gesagt, also das habe ich gesehen, mit Blasenpilz. Hier im Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Und mit Weizen können wir was herstellen. Und das probieren wir doch Durch den gleich. Krieg haben wir nicht mehr viel Kundschaft. Zaubertrank Unknown Effekt. Okay. Das stellen wir her. Erschaffen Zaubertrank, Gesundheit wiederherstellen. Haha, entdeckte Effekte, Gesundheit wiederherstellen, Weizen und Blasenpilz. Perfekt, Leute, ja? Und Gesundheit wiederherstellen, das machen wir doch gleich noch einmal. Und gleich noch einmal. Oder? Geht das nicht? Brauchen wir zu viel? Wir brauchen da noch Weizen, glaube ich, ja? Blasenpilz und Weizen. Ja, gut. Herstellen. Perfekt. Okay. Alchemielabor beenden. So, Leute, der erste Zaubertrank, den wir da haben. Na, Gesundheit wiederherstellen. Das war natürlich wichtig. Da können wir uns schon mit Wölfen einlassen. Und jetzt geht's aber auf. Und ihr seht, ich habe da meinen Elfen ein wenig angezogen, dass er auch ein bisschen besser ausschaut. Und wir sehen uns dann da oben bei dem Turm. Okay, bis gleich. Und da sind wir schon am Turm, am Wachturm, wo wir schon früher waren und das Scharmützel mit den Banditen hatten. Und durch das Gerede da unten im Tal können wir wieder mal aufsteigen. Und ich weiß nicht warum, das hat wahrscheinlich einiges gebracht, diese Quatscherei. Und wir haben da jetzt den Aufstieg, nämlich ja zur Stufe 3. Und wir werden das wieder verwenden für Magicka am Anfang. Und verbessern das Zeug und Talente werden wir auch gleich einsetzen, bevor wir hier weitergehen. Wir nehmen da einmal die Wiederherstellung, die brauchen wir. Wirke Wiederherstellungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magicka, ja. Okay, das setzen wir da. Ja, und das leuchtet so schön hell, ich glaube es ja nicht. Und Zerstörung wirken wir auch noch einmal. Zerstörung Novize, wirke Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magicka. Okay. Und schon geschehen. Und Stufe 3. Und das war's dann auch schon. Ne? Denke ich mal. So, jetzt müssen wir da mal schauen, wo es da weitergeht, weil wir sind hier am Turm und ich denke, es geht darauf weiter. Der Quest ist aktiviert und wir
rüsten einmal Hellsehen aus und schauen einmal nach, wie es da weitergeht. Und genau das stimmt auch schon, weil das letzte Mal war es ja da unten und wir hatten den Quest nicht aktiviert. Wir schleichen da mal, weil so weit kann es nicht sein. Denke ich mal, oder? Und es ist Nacht und es ist kalt und ich habe jetzt Feuer ausgerüstet auch noch. Wir werden da kurz noch einmal gleich die Heilung in die linke Hand nehmen. Ja, und wir haben da Flammen in der rechten Hand und es passt schon so. Und Ödsturz Hügelgrab entdeckt. Jawohl. Und unser Elf folgt uns. Jawohl, der folgt uns. Ich habe dem meinen Hammer gegeben, selbst mir einen besseren gekauft. Aber ja, ich kann da nichts sehen. Wo müssen wir da jetzt wieder hin? Verflixt noch einmal. Schauen wir noch einmal nach. Ja. Ja, was waren jetzt? Komm her. Ja, wir müssen darauf. Es nützt ja nichts, gell? Ach ja. Und dann gehen wir halt da. Oh. Da oben sind Jungs. Drei Stück an der Zahl und ich sehe da überhaupt keinen. Probieren wir es einmal. Mit Jagdbogen fein. Und schleichen uns da ganz geheim und leise mal rauf. Ja, da oben ist nichts. Ich bin ja neugierig, wie sich unser Elf da macht beim Kampf, aber mal sehen. Schleichen müssen wir auch leveln, deswegen schleichen wir wie verrückt durch die Gegend und ich sehe schon wieder nichts. Und da vorne ist einer. Und da oben? Oh, jetzt sind wir schon entdeckt. Jetzt ist es vollkommen wurscht. Wir hauen da einfach einmal drauf. Ne, wir brauchen das Zeug. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Wo lauft denn der herum, der Junge? Da hinten ist keiner und wir schleichen uns da von hinten ran und hauen. Wir sind ja entdeckt. Wieso sind wir entdeckt? Komm her. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Oh oh. Ach, du bist ja noch am Leben. Komm her. So. Armes Mädel. Durchsuchen wir dich gleich einmal. Wir nehmen alles mit, egal was da noch los ist. Und wir könnten aber auch die Heilung gleich einmal reinnehmen da in die Hand, ja, ja. Und so durch die Gegend rennen. Vielleicht brauchen wir das gleich einmal. Da waren ja noch mehr. Wo sind denn die alle? Da waren ja drei Stück. Na, irgendwie checke ich das jetzt nicht. Da waren ja viel mehr. Ne? Wir schleichen halt einmal durch die Gegend da und ja. Ich glaube, das mit dem Bogen, das wird so schnell auch nichts. War's das jetzt schon? Komm, Elf. Da ist nichts mehr. Sind jetzt alle rein? Okay.
Nun gut, wir haben es gefunden, Leute, und wir sind jetzt hier und noch, ja, ich glaube, das geht sich jetzt bei diesem Video nicht aus. Das wird noch länger dauern, aber dann in einem Schwung durch und bin ja neugierig, was da auf uns zukommt. Okay, ich und mein Elf sagen jetzt wieder mal auf Wiedersehen und das nächste Mal steigen wir da rein und wie heißt es denn da? Ins Ölsturz-Hügelgrab, dem Tempel. Bis gleich. Euer Toso. Ciao.